geschafft. So, zweimal Energy noch. Da haben wir fast voll, das passt ja. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz hier, hier safe machen. So, F5. Und wir brauchen diesmal Le Foy. Erik Eis, eiskalter Dingenskirchen. Du bist bestimmt der Pizzajunge, der meinen armen Bruder vermöbelt hat. Er hat versucht, uns zu fressen. Du willst doch sicher auch eine Pizza, oder? Ja, bitte, ich habe eine Sardellenpizza Deluxe bestellt. Tja, Pech, wir haben keine. Natürlich hast du eine, gib mir meine Pizza. Tja. Nein! Mal nur kurz die richtige Munition mobilisieren und... Feuer! Aua! Das brennt! Das soll's ja auch. Wie? Was? Lass mich mal probieren. Ja, du Sch... Okay, der hat andere... Ah, Mann! Der ist anscheinend eine Stufe schwieriger wie der andere. Ja, du mich auch, weißt du das? Ah, toll. Nein, niemals! Oh, du hast mir gerade das Leben gerettet, du Penner. Nein! Boah, ey, Alter, eine Honigwabe, willst du mich verarschen? Ja! Wir haben gesiegt. Aufhören, ich will keine Pizza mehr. Ich gehe lieber ins Restaurant. Warte, du Frostbeule. Jetzt haben wir euch beide besiegt. Wie steht's mit einer Trophäe? Eine Trophäe? So, so. Wie wäre es hiermit? Jawohl, her mit dem Ding. So, tschüss. In welcher Richtung liegt der Fly in McPuzzolo? Gleich wieder. Tja, der Fly in McPuzzolo, ja, da kannst du mal selber gucken. Kauf dir ein Navi. Soll jetzt seit dem Angebot sein. Wo ist denn jetzt das Puzzolo? Ah, da drüben. Mann, mit einer Honigwabe. Alter Verwalter, du. Es war ja mal wieder ein Akt hier. Ich habe vorhin richtig übersteuert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gar so schlimm. Naja, mal gucken. Ich frage mich hier, wie wir überhaupt wieder sicher runterkommen sollen, denn wir haben hier zwar irgendwo Ploppschuhe, aber so richtig haben die noch nie gefunzt. Und ich würde hier jetzt nur ungern sterben. Sehr ungern. Nein, 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 nein. Müssen wir hier alles niederbrennen, was kommt? Ach ja, ich vergesse mal, dass ja ein Ding reicht. Uiuiuiui, zum Glück haben wir unbeschadeten Sturz gehabt, sonst wäre es jetzt aus gewesen, das Licht. Aber ist ja nicht das erste Mal. Oh, da hinten können wir wieder goldene Federn nachtanken. Das ist sehr schön. Goldene Federn. Sehr schön. Brumm, so, ja gut. Mann, gib doch Energie endlich mal. Ey, das kann doch nicht sein.
Mann, 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 das gibt's ja nicht. Gib Energie. Wo ist so ein komischer, hässlicher Bienenstock? Die müsste es doch hier irgendwo geben, ey. Ach komm, wir machen einfach wieder unseren Penner-Trick, komm. Hier haben wir doch Trennplatten. So. Na, voll bis auf eine passt doch. Mann, die Viecher kommen aber auch immer wieder. Mann, hör jetzt auf, verdammt nochmal. Jetzt reicht's mir aber. Okay, gut. Den haben wir ausgeschalten. So, jetzt können wir uns zum Schneeball verwandeln und den Chincho holen, was wir ja ursprünglich machen wollten. Ich war jetzt schon auf die Puzzleteile fixiert. Aber das haben wir jetzt nur gemacht, dass hier jetzt halt Ruhe ist. Jetzt werden wir nicht mehr ständig von dem Affen da abgeschossen. Das kann's ja nicht sein, ey. Ach, guck mal, da ist sogar ein Bienenstock. Naja. Globo, wo bist du? Wo bist du denn, mein Kleiner? Hallo? Ach, ich weiß schon. Ich weiß schon, wo. Auf der anderen Seite ist er. Ja, ja, diesmal habe ich dich gesehen, mein Freund. Huch. Alter. So. Ach nö. Ach komm. Muss der auch genau in dem Moment wieder spawnen, wo ich hier lang laufe. Das darf ja nicht sein. So, 1:07 läuft die Aufnahme. Was ist denn hier los heute? Gibt's ja gar nicht, sonst ist es immer meistens nach einer Stunde und so abgeschmiert. So, nochmal Doppelsave. Achso, Moment. Müssen ja jetzt die Mutti wieder anquatschen. So, du haben Globo. Wir geben Globo Humba Humba. So, Zauber fertig und schwupps. Hui. Humba, das nennen Schneeball. Du betätigen. Ja. Oh, und wir haben hier nur eine Honigwabe. Da müssen wir aber gut, gut aufpassen. Das Feuer. Huch. Oh. Groß. Am größten. Jo, dafür haben wir auch das Feuer da, weil wir jetzt nicht mehr ins Zelt reinkommen. Flatsch. Hui. Ach, dahin war das. Wum. Hau ihn um! Jawohl, wir haben ihn umgerollt. So, jetzt würde ich doch gerne mal wissen. Ja.
wo wir hier jetzt da drüben rankommen. Ach, da geht's hoch. So, hier ist jetzt ein bisschen... Ja, Fingerspitzengefühl gefragt, wollte ich sagen. Und dann stürme ich schon wieder drauf los. So langsam, aber sicher. Und Treffer. Eisbahnhof. So. Gut, Eisbahnhof ist auf. So, was können wir hier noch machen? Ach ja, richtig, wir können... Wir können gerade mal was anderes machen. Ja, roll doch zu jetzt. So, da sind wir wieder schon groß. Wir aktivieren jetzt mal den Bordturm. Vulkanseite, obere Ebene. So, und hier verlieren wir jetzt logischerweise Energie. Weil der Feuerball, wollte ich jetzt sagen, der Schneeball schmilzt ja. Oh, wir haben es sogar geschafft, ohne Energie zu verlieren. Wie geht das denn? Ach ja, wenn ihr den Cheat aktiviert, unendlich Energie, dann müsst ihr ihn ausschalten, wenn ihr Schneeball seid. Weil ihr euch sonst nicht mehr zurückverwandeln könnt. Nur für die, die das nicht wissen. Das ist mir nämlich mal passiert, wo ich noch ein kleines Kind war. Ein Kitty. Mal sehen, ob es da unten irgendwas von Wert gibt. Boah, fängt ihr das Qualm an. Putzelo! Keller, Müllbeseitigungsanlage. Genau, das war das dritte Putzelo, wo uns gefehlt hat. Und zwar ist das aus der Grundi GmbH. Genau, für das komische Becken da brauchen wir den Hüpfsack. Und für das andere brauchen wir den Schrumpfsack. Aber den Hüpfsack lernen wir ja jetzt erst in der letzten Welt. So. Gut, das Chincho wollten wir ja ursprünglich holen. Das machen wir jetzt. Wie? Ja, der schwere Schneeball wird nicht weggeblasen, das sehe ich hier aber komplett anders. Und Energie haben wir voll, hä? Also wir sind noch auf voller Größe. Hä?
Na komm. Noch ein Stückchen. Stückchen. Mann. Mann. Hilfe. Jetzt aber. Hallo, niedergewalzt. Das war jetzt auch mal wieder ein Akt für sich. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Klasse, hier wird ja an alles gedacht. Ach da. Soweit, so gut. So, dann können wir ja eigentlich wieder normal werden. Mehr brauchen... Für was brauchen wir den Schneeball? Brauchen wir eigentlich nicht mehr den Schneemann, ne? Eigentlich nicht. Was ist hier los? Nein! Na hoch! So, die Aliens müssen wir dann noch wieder reparieren. Sind wir wieder ein kleiner, runder Schneeball. Und können uns wieder zack, zack zurückverwandeln. Denn es geht weiter im Takt. Im oberen Bereich der Eis, außerhalb von Boogies Iglo. Okay, zack, zack. Boah, da habe ich auch schon wieder ordentlich aufgenommen. 1:17. Übrigens, der neue PC ist ja da, ne? Habe ich ja schon mal auf der Ding gepostet, auf meiner Facebook-Seite. Aber der ist bis jetzt noch nicht richtig zum Einsatz gekommen. Eigentlich noch gar nicht. Moment. So, da bin ich wieder zurück. Entschuldigung, dass es hier dieses komische Störgeräusch gibt. Aber das kommt vom Headset. Und wenn ich hier im Vollbildmodus aufnehme, kann ich nicht aus dem Bildschirm rausklicken. Also ich könnte schon, allerdings würde dann die Emulation ausgehen oder weg sein. Auf jeden Fall, das funktioniert nicht, deswegen muss ich mein Headset mit der Ding hier muten, mit der Abschaltfunktion vom Headset halt, mit dem komischen Schalter da. So, hier hatten wir das Jinjo. Nee. Hier hatten wir das Jinjo. Nee. Dann halt so, wieder auf die Pennerart. Juhu, wir haben die schwarze Familie fertig gemacht. Wunderbar. Also man merkt, es geht auf die letzte Welt zu, ne? Schnauz. Schnauz. Oh, 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 Energie, die wir nicht brauchen. Ich bin es immer gewohnt, Energie aufzusammeln. Gut, dann fehlt uns nur noch ein Jinjo. Außerhalb von Boogies Igloo. Da müssen wir wieder zurück. Zur Wumba Humba Wumba. Zur Wunder Humba. Zur wunderhübschen Humba, wie auch immer. Nennt er, wie sie wollt. So, wohin? Nein, geh weg.